Jungfame und Pleite, wenn die Reichweite nicht mehr ausreicht. Einige von euch werden es mitbekommen haben. Dieser YouTuber ist pleite. Nee, dieser. Mensch, ich meine Tanzverbot. Oh, das mit Tanzverbot habe ich auch mitbekommen. Das ist jetzt das aktuellste Beispiel, aber es sind halt wirklich einige, ne? Simex hat das letztens gesagt, dass er deswegen mit YouTube aufhört. Miguel Pablo damals, KS-Freak. Inscope war schon ein paar Mal pleite. Tanzverbot, ich verstehe nicht, wo das herkommt, ne? Ich kann es wirklich nicht verstehen, aber ich bin gespannt, worum es in diesem Video gehen wird. Das Video ist in meinen Empfehlungen erschienen und ich dachte mir, nee, nicht schon wieder. Das dachte ich mir auch. Tanzverbot spricht hier von Geld, das er unnötigerweise ausgegeben hat. Hab sehr viel Geld ausgegeben, aber hab zur anderen Seite kein Geld mehr oder verhältnismäßig wenig Geld eingenommen. Dass er eine Kaufsucht entwickelt hat. So eine kleine Kaufsucht entwickelt. Was heißt so eine kleine Kaufsucht? Das ist eine extreme Kaufsucht geworden. Und dass er in Kreisen mitspielen wollte, die er sich eigentlich nicht hätte leisten können, aber er konnte damit auch nicht aufhören. Er wollte sich quasi über Geld zu einer Person machen, die er nicht ist. Grob zusammengefasst. Ja, es ist schwierig, wenn man mit Geld nicht richtig umgehen kann. Das soll überhaupt nicht wertend klingen. Ich habe das Video von Tanzverbot so ein bisschen so überflogen nebenbei beim Kochen. Und ich finde, er hat es ganz gut zusammengefasst. Er hat ja auch selber gesagt, dass es seine Schuld ist und so. Das rechne ich ihm wirklich hoch an, weil die meisten suchen dann den Fehler bei anderen. Beim Finanzamt, beim Staat, sagen dann Deutschland so scheiß mit den Steuern. Nee, Digga, ist es nicht. Es ist einfach nur zu Recht, dass wir ein Steuersystem haben, weil wir ein Sozialstaat sind, um halt ärmere Leute halt einfach aufzufangen. Und nur deswegen geht es uns allen hier auch so gut. Also, ja, keine Ahnung, ich will nicht so viel quatschen, wir schauen weiter. Viele sprechen ihm Mut zu und sagen, hey, das ist cool, dass du damit an die Öffentlichkeit gehst. Jedoch finden sich einige Kommentare, die von einem Mitleid sprechen, das sich in Grenzen hält oder auch auf die eigene Dummheit verweisen. Aber warum sind die Meinungen bei diesem Thema doch recht unterschiedlich, obwohl er selbst zugibt, dass es seine Schuld ist? Warum ist das Ganze kein YouTuber-Problem, sondern auch allgemein verbreitet? Und warum können Menschen so schlecht mit ihrem Geld umgehen, egal ob über Nacht berühmt oder auch Geringverdiener? Weil ich im Monat 500 Euro verdiene. Das alles. Dieses Video oder dieser Livestream von Ron Wilecki ist Wahnsinn. Ja, sagt deine Gehalt, das pisse ich doch. Klar, es ist überhaupt nicht tragbar, so ein Verhalten, aber als ich das gesehen habe, dachte ich mir nur so, Bro, was hat Geld, also was macht Geld teilweise aus Menschen? Also meine Ansicht dazu ist so ein bisschen, je mehr man zeigt, desto mehr muss man gefühlt doch irgendwie vorleben und aus dementsprechend, welchen Verhältnissen man kommt und wie man lernt, mit Geld aufzuwachsen. Also es gibt ja auch ganz, ganz viele YouTuber, die sprechen über ihr Geld und das, was sie verdienen und prahlen damit sehr gern. Und sind halt transparent, was das angeht. Und es gibt auch ganz viele YouTuber, die eben noch nie über Geld gesprochen haben. Zum so ein Paluten zum Beispiel, hatte ich ja schon öfters mal gesagt, ist der, der am meisten in Deutschland mit YouTube verdient, der hat noch nie darüber gesprochen. Und das sind halt so ein bisschen so auch die Unterschiede. So ein Paluten, da lege ich meine Hand für uns vor. Ich lösche meinen YouTube-Kanal, wenn der irgendwann mal Geldprobleme hat. Aber wenn ich mir dann auch wiederum so Leute anschaue, ach, ich weiß nicht, wir schauen mal weiter. Ich bin schon wieder zu viel am Quatschen hier. Ich finde das ganze Thema einfach sehr, sehr interessant, weil es diese ganze Geld-Influencer-Insolvenz-Thematik mit was Psychologischem verbindet. Er hat hohe Steuerschulden gegenüber dem Finanzamt und begründet das nicht mit den hohen Steuern, die fällig waren, sondern mit dem Luxusleben und dass er ein Leben über seine Verhältnisse geführt hat. Das ist ganz schwierig. Gib niemals Geld aus, was du nicht hast. Und was man auch immer sagen kann ist, wenn du egal was für ein Geld verdienst, was weiß ich, rechne immer mit der Hälfte. Egal ob du 10 Euro kriegst, rechne damit, ja, ich nehme mal nur 5, die anderen 5 packe ich mal lieber beiseite. Oder ob du 100.000 oder 1 Million im Monat kriegst oder was weiß ich, rechne immer mit der Hälfte. ApoRed, der es irgendwie nie richtig zugegeben hat, aber es doch hinreichenden Verdacht gab, dass es eben so ist. KS-Freak, der sein Video mittlerweile dazu gelöscht hat, ist aber noch eine einzige Reaktion dazu gab. Der Freund von KS-Freak. Ach, der ist auch pleite. Gut, machen wir zusammen. Wenn man schon pleite geht, dann zusammen. Ich glaube einfach, dass viele YouTuber da irgendwie so random reingeschmissen werden in diesen Beruf und dann urplötzlich viel Geld verdienen und das direkt ausgeben, weil sie dann denken wollen so, boah, ich wollte schon immer das haben und jetzt habe ich das plötzlich auf dem Konto und dies und das. Und dann kommen Steuernachzahlungen, Steuervorauszahlungen wiederum. Dann plötzlich gibt es auch Abgaben oder du musst auch Kosten tilgen oder, keine Ahnung, Cutter bezahlen, was weiß ich. So, das bedenken halt viele einfach nicht. Und da denke ich mir einfach nur so, also in meinen Augen ist es wirklich eigene Dummheit. Warum sich das Mitleid von vielen in Grenzen hält, liegt eben auf der Hand. Es ist eben der Lifestyle von vielen YouTubern bzw. das, was sie öffentlich ausleben. Eine dicke Karre, eine große Wohnung mit Luxusgütern, hier vielleicht noch eine Chanel-Tasche. Ja, das meinte ich ja schon. Ich glaube, wenn du das halt so vorlebst,
dann willst du diesen Lifestyle halt auch beibehalten, weil du es so, also jetzt aus der Sicht eines Influencers, denke ich mal so gesprochen, gerade dann, wenn du halt so viel prahlst, kommen die Leute natürlich an und verstehen es dann halt erst recht nicht so und sagen halt, ja, selbst schuld. Und da bin ich komplett bei den Leuten. Geld und Influencer sind sowieso super viele gespalten. Der Beruf Influencer ist mit der am wenigsten angesehenste Beruf überhaupt. Ja, und meiner Ansicht nach auch völlig zu Recht. Hört sich absurd und skurril an, weil ich selber Influencer bin, aber man muss einfach wirklich nichts können. Es ist einfach so. Und jeder kann es machen. Das ist dann wiederum natürlich aber auf der anderen Seite auch der Grund, warum ich mir denke, warum hasst ihr es denn so doll? Wenn ihr euch abfuckt, dass man mit so einem Kram halt so viel Kohle verdient, dann macht es doch selbst. So, das verstehe ich dann immer nie so ganz. Also das spricht schon so ein bisschen Neid mit. Aber meiner Ansicht nach völlig zu Recht, dass Berufe, für die man lange studiert haben muss und mit denen du eine krasse Verantwortung in der Gesellschaft hast, wie beispielsweise Jura, Medizin etc., dass die natürlich deutlich höher angesehen werden. Das ist einfach nur logisch und das ist völlig zu Recht und richtig so. Denn es gibt nun mal bestimmte YouTube-Phänomene, die einigen YouTubern das Genick brechen können und von denen sich nur sehr wenige erholen. Beispielsweise, wenn du deine Zuschauerschaft verarscht. Mein Outing war fake. Michael Pablo. Ey, sorry, aber das ist einfach nur zu Recht. Der Typ hat so große Scheiße gebaut. Jeder hatte schon mal seinen Skandal. Ich hatte auch schon meine Skandale, ne? Das mit dem Club, wo ich einfach dieses dumme Video gemacht habe, weil ich abgefuckt war, weil die Koop nicht so stattgefunden hat. Da hätte ich auch einfach meine Schnauze halten können. Habe ich mich auch nachher für entschuldigt, so alles gut. Ich finde, meiner Ansicht nach, wenn man Fehler einsieht, und das habe ich auch schon oft genug bei Videos gesagt, wo ich selber auf Skandale reagiert habe, so ey, wenn man danach sagt, es war ein Fehler, war gut und wiederholt sie nicht nochmal, ist es meiner Ansicht nach völlig in Ordnung. Bei mir, glaube ich, hat sich jetzt ein Fehler auch noch nicht wiederholt, weil dann, finde ich, zeigt es halt, dass du nicht daraus lernst. Wenn jetzt Miguel Pablo nochmal so ein Video machen würde, und ich glaube, er macht ja gar nichts mehr auf YouTube, also zumindest kriege ich nichts mehr mit, dann wäre es halt noch viel dümmer. Aber er hat halt, also weiß ich nicht, bei sowas denke ich mir halt so, ey, das ist völlig zu Recht. Der Typ hat einfach vorgegeben, dass er schwul ist und hat damit Klicks gemacht und hat dann nachher schön aufgelöst, nachdem er die ganzen Einnahmen mitgenommen hat. Ja, war ein Experiment, wollt mal gucken. So, was ist das denn? Übrigens, ich habe hier die ganze Zeit eine Mütze auf, weil ich seit 3 Tagen nicht geduscht habe. Ich bin krank und mein Kopf tut weh. Wenn du vielleicht einen Skandal hast, wenn du vielleicht eine Krise hast oder du inaktiv bist. All das generiert kein Geld und nur die wenigsten YouTuber können sich davon erholen. Vielleicht versuchen es einige, beispielsweise Miguel Pablo oder so. Der war ja auch mega erfolgreich. Dann hat er irgendwie super viel Geld ausgegeben, hat dann eine Psychose bekommen. Ach jo, das hat dann ja auch immer noch wieder versucht zurückzukommen. Und wenn man hier oben ist, dann denken super viele Leute, dass der Hype für immer anhält. Nee, das ist ja kompletter Schwachsinn. Ach, KS-Freak hat zwischendurch auch angefangen zu singen, ne? Also ja, viele versuchen sich dann irgendwie mit irgendwas über Wasser zu halten und bla bla. Ich glaube einfach, dass die Leute, also ihr, checkt, wenn eine Person irgendwas ernst meint und eigentlich eine gute Seele ist und irgendwas ehrlich meint. Oder halt einfach jetzt, wie bei so einem Beispiel von Miguel Pablo, das Ganze halt irgendwie aus anderen Gründen macht. Das finde ich auch immer so sehr interessant, weil so Leute wie Gronkh oder ein Paluten oder keine Ahnung wer, die sind ja seit 15 Jahren mit dabei und sind alle hier oben seit 15 Jahren. Und da kommen halt immer wieder so andere YouTuber, die kommen halt immer mal so hoch, mal so ein Miguel Pablo, mal so ein KS-Stream, mal so keine Ahnung was, die dann halt sehr schnell oben sind, aber sehr schnell auch wieder unten. Und ich finde, da sieht man auch irgendwie so ein Muster. Er wird mich mal voll über so ein Video freuen von Saschka, wo sie mal sowas irgendwie beleuchtet, so der Zyklus irgendwie vom Fame sein oder irgendwie so, weil das ist ja auch interessant, wie sich dann Leute verändern, Content verändert. Das ist eben das Gefährliche an YouTube. Es geht so, so, so. Und manchmal geht es auch einfach nur so. Und wenn es dann so abwärts geht, dann kommt man eben super schwer wieder raus. Auch muss man natürlich nachvollziehen können, wie es überhaupt dazu kommen kann, dass man über seine Verhältnisse lebt. Beispielsweise, wie sind denn die Personen aufgewachsen? Jemand, der wenig Geld hat und vielleicht aus einem schwachen sozialen Umfeld kommt und auch nicht gut über Geld aufgeklärt wurde, wie man es anlegt, wird wahrscheinlich auch langfristig nicht gut mit diesem Geld umgehen. Das ist ja auch das, was ich eingangs meinte. Wenn du von jetzt auf gleich plötzlich ganz viel Geld hast, weißt du gar nicht, was du damit anstellen sollst. Du denkst vielleicht erstmal an deine Träume, die du dir verwirklichen willst, irgendwelche geilen Sachen, die du dir kaufen willst, Freunde, die du einladen willst und so. Das ist ja auch alles schön und gut. So, gönn dir, Bruder, alles easy. Aber man sollte eigentlich sich mal zurücknehmen und dann das große Ganze betrachten und sich dann überlegen, wie kann ich das Geld, was ich habe, behalten? Weil es gibt diesen einen Film, ich weiß nicht, wie er heißt, ich glaube, war das The Great Gatsby? Ich habe keine Ahnung mehr genau. Da ging es auch um diese Thematik und da hat so ein reicher, alter Mann gesagt, ey, reich zu werden ist total einfach. Reich zu bleiben, das ist die Herausforderung. Und das stimmt auch. Und
Ich finde, also ich habe ein paar Leute bei mir im Freundeskreis, wo die Eltern wirklich sehr, sehr reich sind, irgendwie große Unternehmen haben, keine Ahnung was. Und das sind die Freunde von mir, die am bodenständigsten sind. Und das ist sehr interessant, weil dann bin ich mit Kumpels unterwegs. Der eine hat irgendwie letztens, keine Ahnung, durch Krypto irgendwie viel verdient, hat sich direkt eine krasse Jacke gekauft und was weiß ich was alles. Und der andere ist sein ganzes Leben lang reich, die Großeltern haben Milliarden, so. Da läuft er ganz normal in seiner North Face-Jacke rum und fährt mit mir mit dem Fahrrad nach Bonn, so nach dem Motto. Also es ist komplett unterschiedlich immer und es kommt auch voll auf den Menschen an. Und natürlich, klar, man kann sich nicht aussuchen, worein man geboren wird. Ich bin auch froh, dass ich in einer... Gut, ich bin im Hühnerstall aufgewachsen. Also mein Papa war damals LKW-Fahrer, meine Mom... Ich glaube, die hat gar nicht gearbeitet. Ich weiß nicht, was da der Fall war genau. Ich rede hier auch ganz wenig so über Privates und über Familie so. Ich bin jetzt auch nicht von Kind auf irgendwie mit geistkrank viel Geld aufgewachsen, aber ich bin in einer gut behüteten Familie aufgewachsen, wo Geld immer ein wichtiges Thema war. Und ich wusste einfach, man muss für sein Geld arbeiten. Ich habe nie alles irgendwie krass bekommen. Wenn ich Geld haben wollte, haben mir meine Eltern vielleicht mal einen Fünfer gegeben für Eis am Wochenende. Aber ich habe jetzt auch nie irgendwie krass Kohle in irgendwie den Arsch geschoben bekommen. Ich habe Zeitungen ausgeteilt mit 14 in einer eisigen Kälte draußen, damit ich irgendwie mit einer Freundin von mir mal was kaufen konnte. Also ich finde, es kommt sehr, sehr krass auf die Erziehung an. Und ich quatsche wieder viel zu lang. Aber ich denke mir mal so, ich sage gerne meine Meinung zu solchen Themen, weil ich will mich da jetzt nicht irgendwie rausnehmen oder als was Besseres sehen, aber ich glaube, ich kann einigen da vielleicht so ein paar Tipps geben. Aber gut, wir schauen mal weiter. Aber aus seinem Video habe ich rausgehört, dass er ja sogar Geld angelegt hat. Nur eben, dass er kein Glück darin hatte und das ganze Geld verloren gegangen ist. Krypto-Coins, wo ich sehr viel Minus gemacht habe. Aktien habe ich auch Minus gemacht. Ich habe ist auch egal. Dabei ist es auch so naheliegend. Er hätte ja einfach nur auf ApoRed hören müssen. 1800 Euro Profit. Leute, ihr habt gesehen, wie ich und die ganzen Leute rasiert haben, die erst vor kurzem das gestartet haben. Geht einfach in die Gruppe rein, Freunde. Och, Digga, das nervt doch so doll. Geh in die Gruppe, die haben die besten Finanztipps, mach dies, mach das. Auch wie Tanzverbot gerade meinte, klar, da finde ich es sympathisch, so hat gesagt, es war ein Fehler, alles gut. Habe ich auch schon oft gesagt, dieses ganze Krypto-Thema, das nervt so doll. Auch diese Leute, die sagen, ey, investiert in Krypto, investiert in NFTs oder wie die Scheiße hat. Das ist alles Schwachsinn. Schuster, bleibt bei deinen Leisten. Wenn ihr Kohle habt, kauft euch Immobilien. Punkt aus Ende. Das ist das Einzige, womit du nichts falsch machen kannst. Das Einzige, das ist, was immer Leute brauchen werden, Wohnraum. Also, können wir ein ganz anderes Thema mal drüber machen, wie man Geld richtig investiert. Aber wenn Tanzverbot dir sagt, ich habe Geld sogar angelegt in Krypto, denke ich mir halt nur so, Bro, das ist das Volatilste, wo du dein Geld investieren kannst. Da geht die Kurve zack, 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 zack. Dann tweetet, oder X't, oder wie diese scheiß Plattform jetzt heißt, Elon Musk, irgendein Scheiß, auf einmal geht dein Kurs zack runter. Das ist so, ich check's nicht. Also wirklich, Digga, ich kann mir die ganze Zeit Facepalm geben, wenn ich sowas höre. Ich habe mein Geld ja angelegt, in Krypto. Auch wenn es nicht alle sind, gibt es doch viele YouTuber, die eben ein gewisses Leben vorleben. Beispielsweise diese... Moin! Alles klar! Warte, jetzt muss ich nochmal auf die Aussage genau hören. Ich dachte gerade, das schneiden wir nicht rein. Was hat sie jetzt gesagt? Da kommt ja dazu, dass eben der Buch-Influencer sowieso nicht angesehen wird. Und auch wenn es nicht alle sind, gibt es doch viele YouTuber, die eben ein gewisses Leben vorleben. Beispielsweise diese teure Einrichtung und hey, guck mal, was ich zum Geburtstag bekommen habe. So viel Luxus. Ja gut, du vergleichst jetzt gerade mich mit einer Sonny Loop, Sascha, ne? Die hier ihre Louis Vuitton-Tasche, die sie sich gekauft hat, in die Kamera präsentiert und ich mit einer Immobilie, die ich mir gekauft habe, als... Wertanlage. Also ich verstehe, ich war letztens schon mal in einem Video von Sascha drin, da hat sie irgendwie über Drama und Influencer, Beef und sowas gesprochen und hatte mich dann als Beispiel genommen, wo ich aber nur meine Meinung gesagt habe zu Julienko, der plötzlich mich als Thema seines Livestreams gemacht hat und mich gedisst hat, so dann ist es ja mein gutes Recht, da meine Meinung zuzusagen. Hatte ich ihr dann auch geschrieben und sie hat dann darauf aber auch geantwortet, meinte halt nur so, ey, sie wollte das nur als Beispiel nehmen, dass mein Video halt gut ankam, gut Klicks gemacht hat, um halt zu zeigen, Drama wird bei den Leuten gut geklickt. Da dachte ich mir halt, okay, gut. Aber dass ich jetzt hier auch mit drin bin, in einem Video Jung, Fame und Pleite und dann meine Wohnung zeigen, gut, okay, sie hat gesagt, ja, viele YouTuber leben halt ein krasses Leben vor, aber eben genau das tue ich ja eigentlich gerade nicht. Viele haben halt gefragt, ey, wie sieht deine Wohnung aus in Hamburg? Ich habe da 2 Jahre lang gewohnt, habe es nie gezeigt, aufgrund von halt Privatsphäregründen. Und hab's dann halt gezeigt, als ich ausgezogen bin. Das war aber nicht, um zu zeigen, ey, guck mal, das ist mein extravagantes Leben. Ihr kennt mich, wann bin ich zuletzt mit meinem Auto gefahren? Ich glaube vor 8 Monaten oder so gefühlt. Ich mache hier alles in Köln mit dem Fahrrad, fahre mit meiner Regenjacke und meinem Rucksack ins Gym und das war's. Also, ich würde mich jetzt nicht irgendwie als jemanden sehen, der jetzt hier ein krass extravagantes Leben vorlebt. Weiß ich nicht. Also, ich denke mir halt, okay, kann ich verstehen, dass sie das einblendet, aber zu dem, was sie ja sagt und was das Videothema ist, meiner Ansicht nach passt es nicht. Soll jetzt nicht so klingen, als ob ich mich da angegriffen fühle. So, alles gut, lass das ruhig drin, alles easy. Aber nur wenn sie mich reinnimmt, kann ich auch kurz meine Meinung dazu sagen.
Sascha. Wenn diese Leute pleite gehen, dann hat man eben kein Verständnis dafür, weil man sich denkt, du hast so viel Geld gezeigt, du hast deine ganzen Luxusgütern gezeigt. Ja, ich habe noch ein paar mehr Wohnungen, ne? Nein, Spaß beiseite. Also ja, ich habe es ja auch direkt zu Beginn gesagt, bevor ich hier gesehen habe, dass ich überhaupt in dem Video drin vorkomme, weil damit hätte ich jetzt wirklich nie gerechnet, weil ich ja nie irgendwie ein Thema oder ein Video generell über meine Einnahmen gemacht habe, noch über irgendwie Luxusgüter, noch über, klar, ich habe mal mein Auto gezeigt, aber das ist jetzt halt ein Auto, das ist jetzt ja keine... Das ist jetzt nicht irgendwie eine krasse Wertanlage oder dass ich irgendwie krass über meine Finanzen oder Einnahmen spreche oder so. Aber wenn ich jetzt pleite gehen würde, ich wäre der Letzte, klar, ich kann das jetzt gut sagen, weil ich bin nicht pleite, aber ich kann es jetzt auch schon sagen, ich bin der Letzte, der da irgendwie sagen wird, ja, die und die sind schuld oder bla und blub und was weiß ich. Klar, wenn mir jetzt einer irgendwie Geld vom Konto klaut, dann ist es obviously nicht meine Schuld. Aber bin jetzt nicht jemand, der hier irgendwie krass mit seinen ganzen Luxusgütern angibt. Ich habe ja auch nie über meine Finanzen geredet oder so. Aber natürlich, man muss halt, ich finde, man muss am Mittelweg fahren. Die Leute sind interessiert an deinem Privatleben, man möchte ein bisschen was teilen. Man ist natürlich, also ich zum Beispiel, ich bin auch extrem stolz darauf, was ich erreicht habe. Ich mache den ganzen Bums hier seit 12 Jahren mehr oder weniger alleine und kam halt von nichts. Also ich habe niemanden irgendwie, hat mir krass Push gegeben, krass Fame gegeben. Damals, ich habe mir alles selbst erarbeitet. Deswegen natürlich bin ich stolz darauf, wenn ich mir mein Traumauto kaufe oder mein Geld in Wohnungen investiere oder was weiß ich. Aber... Ja. Zwar gibt es eben viele, die sich nicht davon erholen, aber sie haben andere Möglichkeiten, um Geld einzuspielen. Beispielsweise KS-Freak. Bist du schon mal eingeschlafen und dann aufgewacht mit Hype? Der in mehrere Trashy-Formate gegangen ist. Ich will es natürlich nicht unterstellen, dass es ihm nur ums Geld ging. Vielleicht ging es ihm auch um die Präsenz und so. Aber auch beim Dschungelcamp unterstellt man eben vielen Leuten, hey, die sind da jetzt nur, weil die Geld brauchen. Oder ihr macht es wie ApoRed, der nie zugegeben hat, dass er pleite ist. Wir wissen es natürlich nicht. Aber er hat dann mit einer anderen Person seiner Zuschauerschaft Krypto-Tipps vermittelt und hat wahrscheinlich dafür eine Gegenleistung bekommen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, bei diesen Personen im öffentlichen Leben auf die Beine zu kommen, ist wesentlich höher als bei Menschen, die eben normal verdienen, die nicht prominent sind, die nicht im Fernsehen zu finden sind. Und all diese Punkte, also dass man ein extravagantes Leben führt und das nach außen auslebt, dann die wenig angesehene Akzeptanz von Influencern in der Berufswelt und bei der Menschheit und dass man eine bessere Ausgangslage hat, wieder auf die Beine zu kommen, all das führt eben dazu, dass Außenstehende wenig Mitleid haben mit Personen des öffentlichen Lebens, mit YouTubern, mit Influencern. Ja, und das ist doch ein schöner Abschluss. Obwohl das Video noch 2 Minuten geht. Ich finde, man hätte das Ganze auch in 8 Minuten machen können und nicht in 17. Aber wir schauen weiter. Ich glaube, dass es den Leuten, die das veröffentlichen, nicht darum geht zu sagen, ich möchte Mitleid, bitte sag mir, dass ich es wieder schaffe. Ich glaube, dass es auch gut ist, dass man sowas öffentlich erzählt, weil das mehr Realität schafft. Jetzt, wo ich kein Geld mehr habe, jetzt realisiere ich. Jetzt ist mir das wieder peinlich. Jetzt besinne ich mich wieder auf meine alten Gedanken und denke mir so, was ist das? Denn ja, man holt sich einfach auf den Boden auch so ein bisschen zurück. Und das finde ich ganz, 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 ganz wichtig. Ich bin auch extrem froh darüber, dass ich in meinem Freundeskreis, also meinem engeren Freundeskreis, keinen einzigen Influencer oder irgendwie einen krass guten Verdiener habe. Klar, man kennt Leute, die irgendwie gut Kohle machen. Klar, ich kenne ein paar Influencer, ich schreibe mit ein paar Influencern so. Logisch, man hat den gleichen Beruf, natürlich tauscht man sich aus. Aber meine engsten Freunde, meine 5, 6 engsten Jungs, sind alles ganz normale Jungs, die ganz normal studiert haben, ganz normalen Job haben, ganz normale Ausbildung gemacht haben. Und das ist, finde ich, auch sehr wichtig. Und das hat der Tanzbot auch in seinem Video gesagt. Der hat dann plötzlich mit Leuten rumgehangen, die für mehrere tausend Euro in der Nacht, pro Nacht irgendwo in einem Hotel waren, die irgendwie die und die Klamotten getragen haben. Dann will man sich natürlich auch anpassen. Und da bin ich auch sehr froh darüber, dass ich da so ein bisschen durch meine Freunde gegroundet werde. International, Englisch. Aber ja, es kommt auf alles, glaube ich, so ein bisschen drauf an. Dieses ganze Thema Insolvenz ist sehr komplex. Und um das Thema psychologisch und so ein bisschen, ja, gesellschaftskritisch zu hinterfragen, bräuchte man noch kein 17-Minuten YouTube-Video, sondern wirklich mal 2, 3 Stunden Dokumentation, weil es halt so viele Gründe hat. Da musst du in die Psychologie reingehen, was bei einem Kind vielleicht in der Vergangenheit vorgefallen ist. Hat es nie irgendwie Träume verwirklicht bekommen, bei einem Haushalt nie Geld und will er sich jetzt alles erfüllen und dann kommt plötzlich das Finanzamt und dann kommt auch noch fehlende Bildung dazu, dass man nicht weiß, was das Finanzamt genau macht und dass man nicht nur Steuern im Nachhinein zahlt, sondern auch noch vorauszahlt. Also ich glaube, das kann man nicht so richtig beantworten. Ich fand das Video trotzdem sehr, sehr interessant. Sorry, dass meine Reaction jetzt so lang geworden ist, aber ich finde solche Themen immer sehr brisant und vor allem ich finde es schön, über sowas zu reden. Und eventuell kann man mit solchen Videos ja auch mehr Aufmerksamkeit für das ganze Thema schaffen und ein paar Leuten eventuell auch weiterhelfen. Deswegen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Das komplette Video ist unten in der Beschreibung verlinkt. Checkt Sascas Kanal ab. Und ich gehe jetzt schlafen, weil ich bin krank. Haut rein. Tschüss.